Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Ich fahre Elektroautos und Plug-in Hybrids für euch zum Test seit 2014. Und dazu gehört auch der Test des Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle, kurz PHEV. Den habe ich 2015 gemacht und nun hat Mitsubishi ein neues Modell herausgebracht, Herbst 2018. Das fahre ich hier für euch und mache ein Update von meinem Test mit dem Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive. Den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid gibt es seit 2015 und ich habe den ja auch schon mal gefahren. Den Test dieses Autos findet ihr auf meinem Kanal und in meinem Blog 163 Grad. Nun ist es so, dass Mitsubishi im Herbst 2018 ein Update rausgebracht hat, eine Modellpflege, die recht umfangreich ist. Und ich habe viele Zuschriften von euch bekommen, dass mein Test natürlich noch den alten Outlander Plug-in Hybrid zeigt und der neue doch einige signifikante Unterschiede hätte. Und den würdet ihr gerne noch mal von mir getestet haben. Und tada, da ist er, der neue 2018-2019er Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Von außen fällt beim Update die vor allem das neue Chromgesicht auf. Das Auto hat viel mehr Chrom bekommen. Auch hier unten, bis hier unten runter zu den Nebelscheinwerfern, ist hier mehr Chrom verbaut. Ansonsten hinten ist noch eine geänderte Heckschürze. Ansonsten ist das Auto konstruktiv exakt dasselbe. Es ist also nur ein bisschen Anbauteile vorn und hinten. Die eigentliche Revolution findet aber unter der Haube statt, denn der neue hat mehr Leistung. Er hat weiterhin einen Vierzylinder-Benziner, aber der hat jetzt 2,3 Liter Hubraum statt 1,9 Liter Hubraum. Er hat 135 PS statt 121 PS und er hat auch bei den Elektromotoren ein Update erfahren. Der Motor, der Outlander hat ja zwei Elektromotoren. Der Elektromotor an der Vorderachse ist noch derselbe geblieben. An der Hinterachse hat er jetzt einen größeren bekommen mit 95 PS statt 82 PS. Insgesamt haben wir einen Systemdrehmoment von 211 Newtonmeter statt 190 Newtonmeter. Und noch ganz wichtig, der Benziner hier drin entspricht dem aktuellen Standard Euro 6D Temp. Hat also das modernste, was es für einen Benziner gibt, die modernste Schadstoffklasse, die es da gibt. Ja, und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Update. Da müsstest du einmal mit mir mitkommen. Und das ist hier hinten bei der Ladebuchse. Hier hinten im Heck des Outlander verstecken sich die beiden Ladebuchsen. Und es sind mittlerweile zwei Ladebuchsen. Es ist eine für die Wechselstromaufladung zu Hause an der Wallbox und es gibt neu Chademo, eine Gleichstrom-Schnellladung, mit der man dieses Auto in 25 Minuten zu 80% vollkriegt. Das gucken wir uns aber später noch genauer an. Der Verbrennungsmotor von Outlander Plug-in Hybrid ist ebenfalls neu in der 2018er, 2019er Variante. Es ist immer noch ein Vierzylinder und das Besondere ist, dass dieses Motörchen hier nach dem Atkinson-Prinzip arbeitet. Der Atkinson-Motor ist eine Motorform, die sich nicht durchgesetzt hat, so wie früher auch der Wankel, technisch sehr aufwendig, theoretisch zwar irgendwie gut, technisch sehr aufwendig, aber das Prinzip, was dahinter steht, kann man heute bei modernen Motoren durch die Ventilsteuerung quasi nachahmen. Und genau das macht der Motor hier auch. Im Teillastbereich, wenn er nicht volle Kanne gefordert ist, arbeitet er in diesem Atkinson-Modus. Die Ventilsteuerung wird verändert. Das führt dazu, dass der thermische Wirkungsgrad höher ist. Der Motor wird effizienter, aber
Aber er hat dann auch ein Problem. Im unteren Drehzahlbereich hat er nicht mehr so viel Leistung. Und das ist ja kein Problem, denn dafür haben wir die beiden Elektromotoren, die gerade im unteren Drehzahlbereich ja sofort ihr Drehmoment abliefern. Und damit habe ich die ideale Kombination aus einem sehr sparsamen Verbrennungsmotor und aus einem Elektroantrieb, der diesem Verbrenner über die Anfahrtsschwäche hinüberhilft. Die elektrischen Antriebskomponenten, die beiden Elektromotoren, die sieht man hier nicht. Die sind auf der Vorderachse bzw. auf der Hinterachse verbaut. Der Motor auf der Vorderachse hat 82 PS oder 60 kW Leistung. Der Motor auf der Hinterachse hat 95 PS oder 70 kW Leistung, also etwas mehr. Und das Zusammenspiel dieser drei Antriebskomponenten ist hier wirklich toll gelöst. Es gibt völlig verschiedene Möglichkeiten, das zu kombinieren. Das System kann rein elektrisch laufen, dann ist der Verbrenner hier aus. Dann fahre ich nur mit den beiden Elektromotoren und habe nebenbei bemerkt auch einen Allradantrieb, denn ich habe ja vorn und hinten einen Elektromotor. Dann kann man den Verbrenner dazu kombinieren als sogenannter serieller Hybrid. Dann würde der Verbrenner hier nur Strom produzieren und der Strom würde wiederum an die Elektromotoren geleitet werden, um sie anzutreiben. Und natürlich gibt es auch den parallelen Hybrid. Das bedeutet, dass sowohl der Verbrenner die Vorderräder antreibt, der geht nur auf die Vorderräder hier, zusammen in Kombination dann mit dem 82 PS Elektromotor auf der Vorderachse. Und dann haben wir ja den 95 PS Motor an der Hinterachse noch dazu. Dann laufen alle drei Motoren und schieben das Auto richtig nach vorne. Beschleunigung der ganzen Geschichte hier unter 10 Sekunden von 0 auf 100. Ich kann 135 Stundenkilometer im rein elektrischen Betrieb fahren und bei 170 ist das Auto elektrisch abgeriegelt. Schneller als 170 wird er nicht. Will ich aber auch nicht. Ich denke mal, das ist kein Sportwagen, sondern das ist ein Reisefahrzeug, ein Nutzfahrzeug für jemanden, der viel Platz braucht, gerne auch elektrisch fahren will, der vielleicht auch mit Anhängerkupplung was ziehen möchte oder etwas transportieren möchte und gerne die Kombination elektrisch-hybrid sucht. Man muss dazu natürlich auch den Preis im Auge haben, da kommen wir später zu, denn für diese, ich sag mal, so ein Auto in dieser Kombination mit all diesen Features rein elektrisch gibt es einfach nicht. Da muss man ein Plug-in-Hybrid nehmen. Was das Interieur angeht von Mitsubishi Outlander, das ist perfekt verarbeitet. Die Sitze sind gut, bieten guten Seitenhalt. Nun ist das auch die Top-Variante mit den Ledersitzen, die auch so ein bisschen rhombusmäßig hier abgestirbt sind. Alles sehr wertig gemacht und sehr, sehr schick auch. Gute Sitzposition, Ergonomie stimmt, passt. Also damit bin ich sehr zufrieden. Was mir ein bisschen zu viel ist, ist der Krieg der Knöpfe hier überall. Das haben die Asiaten so an sich, da stehen sie drauf. Ich meine, dass man das heute etwas vereinfachen kann. Dazu kommt das Menü hier, das Display. Das ist nicht so ganz meins. Ich finde es sehr kleinteilig. Und es bietet eigentlich gar nicht viel. Dieses Fahrzeug hat im Grunde genommen nur ein Radio eingebaut und die Möglichkeit, mein iPhone anzuschließen. Und dann kann ich über Apple CarPlay eine Navigation machen oder ähnliches mehr. Eine eigene Navigation hat dieses Auto nicht. Dafür bietet es mir ein paar Funktionen an für den Plug-in Hybrid. Ich kann das Auto zeitgesteuert klimatisieren. Das ist ganz nett. Da kann man sich natürlich eine Abfahrtzeit einstellen und sagen, dass man es gerne um 7:45 oder was dann gerne warm hier schon mal hätte. Wenn es an der Ladestation hängt, geht das ja praktisch an der Wallbox, geht es ja von der Wallbox, von dem Strom mit ab. Zeitgesteuertes Laden kann man auch machen, wenn man bestimmte Stromtarife hat. An der Wallbox zum Beispiel, dann kann man hier Zeiten einstellen. Das ist auch gut gemacht. Alles andere, Ladekosten, da weiß ich ehrlich nicht, warum man hier Kosten verwalten sollte im Auto. Das mache ich mit der Ladekarte nachher, weil ich hier nur einen Einheitspreis einstellen kann. Und ob es der dann wirklich ist an der Ladesäule, das weiß dieses Auto doch gar nicht. Also das ist mir schon wieder zu viel Shishi. Navigation, wie gesagt, hat dieses Auto nicht. Da muss ich dann zurückgreifen auf das Handy. Ansonsten ist das alles toll gemacht. Die Lüftung ganz einfach einzustellen. Hier unten ist noch so ein paar Dinger, USB-Buchse, Zigarettenanzünder habe ich hier sogar noch oder zumindest die Buchse dafür. Lenkradheizung, Parkassistent, die Steckdosen kann ich ein- und ausschalten. Dosenhalter. Es ist sehr übersichtlich und sehr einfach gemacht, aber sehr angenehm und sehr, sehr wertig und sehr schick.
Auch hinten hast du im Outlander richtig viel Platz. Vor allen Dingen, weil der Dachhimmel hier hinten noch so eine Welle nach oben macht. Hier habe ich richtig schön Kopffreiheit, wo ich sitze. Sitzen tue ich gut. Beinfreiheit ist exzellent. Der Sitz ist jetzt eingestellt für mich, für 1,80 als Fahrer. Und ich komme hier überhaupt nicht mal in die Nähe mit meinen Knien der Rücksitzlehne. Ich habe einige Ablageflächen hier. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich auch noch eine Mittelarmlehne mit zwei Getränkehaltern. Ich habe einen USB-Anschluss hier, eine eigene Lüftungsdüse und die eigene 230 Volt Steckdose mit bis zu 1500 Watt Leistung. Kann man also noch ein elektrisches Gerät hierhin betreiben. Nö, alles gut. Und hier ist genug Platz. Kannst du sehr bequem zu zweit hinten fahren und auch zu dritt. Es gibt noch einen Gurt für den mittleren Passagier, der hängt hier hinten und dann kann man hier zu dritt fahren. Das halte ich für ein bisschen eng, aber zu zweit ist es richtig bequem. Der Outlander bietet nicht nur Platz für 5 ausgewachsene Personen, sondern hat auch reichlich Kofferraum zur Verfügung. Wenn ich die Klappe hier mal aufmache, die geht elektrisch. Noch ein Wort zum Thema Kofferraum. Ihr habt mich gebeten, immer etwas dabei zu haben, was ich euch in den Kofferraum stelle, anhand dessen ihr die Größe besser einschätzen könnt. Nun, wenn ich Fahrzeuge zu Hause oder im Hamburger Umfeld teste, dann kann ich natürlich alles Mögliche da reinstellen, was ich von zu Hause mitnehmen kann. Wenn ich fahren muss oder fliegen muss, um ein Auto zu testen, dann habe ich mein Equipment dabei. Deshalb kann es nur ein Teil meines Equipments sein. Ich werde euch zukünftig immer meinen Rucksack hier hinten reinstellen. Das ist ein Provoke Wander 21, ein Rucksack, den ich mir aus Amerika bestellt habe. Gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Ich mache euch mal die Abmessung von dem Rucksack hier rein. Das ist ungefähr die Größe von einem Handgepäckstück, also das, was man so im Flieger als Handgepäck dann mitnehmen darf. Das ist ungefähr die Größe. Und wir schauen mal in den Kofferraum. 463 Liter ist der Volumeninhalt. Das hier ist die Ausstattung top. Die Ausstattung top hat dann so eine tolle HiFi-Anlage mit so einem fetten Subwoofer hier in der Ecke von Rockford Fosgate. Das sind alles so Marken, die gab es früher in den 70er Jahren in der HiFi-Szene. Rockford, Fosgate, Krell und was man so in diesen Autos neuerdings an Stereoanlagen sieht, da kommen echt Erinnerungen hoch. Das ist Rockford Fosgate, ein riesenfetter Subwoofer. Der hat dann aber leider zur Folge, dass das Kofferraumvolumen sich verkleinert und zwar um ganze 12 Liter wird es kleiner mit dieser Stereoanlage. Die innen aus die Variante Top, das ist die beste Ausstattungsvariante mit dem Soundsystem, hat dann 451 Liter statt 463 Liter. Ja, wer Musik hören will, darf weniger Gepäck mitnehmen. Jetzt stelle ich euch mal meinen Koffer hier rein oder meinen Rucksack hier rein. Der wirkt hier also fast ganz verloren. Hier kann man also reichlich einladen und reichlich Gepäck mitnehmen. Ich lege ihn nochmal hin. Dann seht ihr das hier so in die Ecke. Das ist also ungefähr ein Stück Handgepäck. Das kannst du also richtig hochstapeln. Wer keine rückwärtigen Passagiere mitnimmt und die Rückbank umklappt, kann 1602 Liter mitnehmen oder mit dieser Rockford Fosgate Stereoanlage an Bord 1590 Liter. Dann haben wir noch eine Besonderheit. Hier hinten seht ihr so Ablageschalen. Das Auto gibt es, glaube ich, auch als 7-Sitzer, aber nicht den Plug-in Hybrid. Den gibt es nur als 5-Sitzer. Da man sich nicht die Mühe gemacht hat, hier was anderes einzubauen, sind hier hinten Getränkehalter verbaut. Die sind natürlich Quatsch, weil hier keiner sitzt. Nun denn, dann haben wir hier noch eine Steckdose. Und zwar bis zu 1500 Watt kann man hier an einer ganz normalen 230 Volt Steckdose betreiben. Es gibt so eine zweite Steckdose noch im Innenraum für die rückwärtigen Passagiere. Ich frage mich die ganze Zeit, ob man hier nicht vorne einen Fernseher und hinten eine Playstation reinstellen würde. Ich glaube, da wären meine Kinder ganz glücklich, oder? Ja, er nickt hinter der Kamera. Also hier kann man zum Beispiel sein Notebook aufladen, einen Drucker anschließen oder was auch immer. 1500 Watt sind da möglich und in der Steckdose auf der Rückbank auch 1500 Watt, also gesamt 3000 Watt, 3 kW sozusagen. Die Leistung hierfür kommt aus der Fahrbatterie. Ja, dann haben wir hier noch ein Schmuggelfach. Hier ist die Ladeelektronik untergebracht. Mitsubishi liefert 2 Ladekabel bei. Ein Kabel mit so einem Ladeziegel für zu Hause. Das ist hier so ein Ding. Und dann haben wir noch das Ladekabel für die öffentliche Ladestation Typ 1 auf Typ 2. Ja, das war's zum Kofferraum. Und wie lädt man den Outlander Plug-in Hybrid jetzt auf? Ihr habt dafür 2 Möglichkeiten. Die eine ist Aufladung mit Wechselstrom, zum Beispiel an der Steckdose. Die Kabel liefert
Mitsubishi dafür mit oder auch an der Wallbox. Leider hat das Auto hier einen Typ 1 Stecker. Das heißt, wenn ich an eine Ladesäule komme, wo das Ladekabel schon dran ist, habe ich verloren, weil dann im Regelfall immer ein Typ 2 Kabel dran ist. Die Aufladung dauert an der Wallbox oder an der heimischen Steckdose ungefähr 5,5 Stunden. Das Auto lädt nur einphasig. Ist aber kein Problem, weil im Grunde genommen kann das ja über Nacht passieren. Ja, und dann gibt es die Besonderheit bei dem Plug-in Hybrid. Ihr könnt hier auch schnell laden. Das Auto hat eine Shademo, einen Shademo-Anschluss. Shademo ist nicht mehr ganz so Standard. Das ist eigentlich in Japan sehr weit verbreitet. In Deutschland hat sich ja CCS hier durchgesetzt oder ist beschlossen, dass es sich durchsetzt. Aber der Wagen hat eine Shademo-Buchse. Und es gibt noch genügend Ladesäulen, so wie diese hier hinter mir, die einen Shademo-Stecker haben. So sieht der aus. Und den könnt ihr da reinstecken. Piep. Dann hält man die Karte hier ran und drückt auf Start, wenn sie mitmacht. Und dann könnt ihr den Outlander Plug-in Hybrid Hobbler in 25 Minuten zu 80% vollkriegen. Shademo bricht immer bei 80% ab. Dann müsst ihr im Prinzip loslassen hier und weiterfahren. 13 Kilowattstunden hat der Akku. Wie gesagt, 25 Minuten dauert es, dann ist er zu 80% voll an Shademo. Noch eine große Bitte an die Plug-in-Hybrid-Fahrer. Die Fahrer von batterieelektrischen Fahrzeugen haben keine andere Chance, als diese Ladesäulen zu benutzen. Ein Plug-in-Hybrid hat auch die Chance, mit seinem Verbrennungsmotor noch eine Runde weiterzufahren. Hier an dieser Ladesäule kann man 2 Stunden parken. Ich würde euch ganz dringend bitten, wenn ihr ein Plug-in-Hybrid fahrt, blockiert die Säule nicht länger als nötig. Der Wagen ist, wie gesagt, in einer halben Stunde voll. Dann könntet ihr rein juristisch noch 1,5 Stunden hier dran stehen und die Säule blockieren. Haltet die Säulen frei für die Elektroautofahrer, die das wirklich brauchen. Der Mitsubishi Outlander hat 4 verschiedene Fahrmodi, mit denen er den elektrischen Antrieb, Vorder- und Hinterachse und den Verbrenner, der nur auf die Vorderachse trifft, miteinander kombiniert. Nochmal, so startet der Wagen. Das heißt, dass er selber entscheidet, was er tut. Wenn möglich, fährt er elektrisch, so lange, bis die elektrische Energie verbraucht ist oder bis ich einfach zu viel Leistung abfordere oder mir schneller als 130, glaube ich, fahre, dann würde der Verbrenner immer zuschalten. Es gibt den Modus Safe. Das bedeutet, dass ich den Akkustand halten möchte. Das heißt, der Verbrenner läuft, er produziert Strom, um den Akkupegel praktisch zu halten. Ich mache praktisch Benzin zu Strom. Finde ich jetzt nicht so reizvoll, ehrlich gesagt. Dann gibt es Charge. Das heißt zum Beispiel, wenn ich aus der Stadt rausfahre auf die Autobahn, dabei den Akku verbraucht habe, fahre dann Autobahn ein längeres Stück und fahre auf mein Ziel, die nächste Stadt zu, kann ich auf der Autobahn mit der Funktion Charge wieder ein bisschen Strom produzieren mit meinem Verbrenner und habe dann Strom, wenn ich in der Stadt angekommen bin und dort wieder emissionsfrei fahren will. Ja, und dann gibt es noch die Funktion EV, die habe ich jetzt eingeschaltet. EV heißt, ich zwinge das Fahrzeug, solange es irgendwie geht, im elektrischen Fahrmodus zu bleiben. Das habe ich jetzt eben gemacht. Ich habe diesen EV-Knopf hier gedrückt und bekomme dann die Information, dass ich 53 Kilometer elektrische Reichweite habe. Das deckt sich ja auch ungefähr mit der Werksangabe. Ich habe den Wagen über Nacht voll aufgeladen. Die Benzinreichweite wird mit 557 Kilometern angezeigt, sodass ich also insgesamt rund 600 Kilometer Reichweite zur Verfügung habe. Der Tank ist voll. Kleines bisschen Benzin habe ich verbraucht, aber eigentlich ist der Tank so gut wie voll. Das heißt also, meine Praxisreichweite, wenn ich das jetzt so hinkriege, sind rund 600 Kilometer. Im Moment fahre ich komplett elektrisch, es sind 23 Grad, die Sonne scheint, eigentlich ideale Bedingungen. Ich habe die Klimaanlage ausgemacht und ich habe das Schiebedach gekippt und es gibt hier noch eine Taste Eco, die kann ich auch noch drücken. Dann habe ich alles ausgereizt, mehr geht nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie weit ich mit dem Mitsubishi Outlander voll elektrisch komme. Ach so, eins noch zum Fahren. Das Auto hat 2 Fahrstufen, D und B. Bei D fahre ich, Drive, ganz klar. Und bei B fahre ich auch, nur dass ich rekuperieren kann. Die Rekuperierungsleistung finde ich jetzt nicht so stark. Also man kann dieses Auto nicht ohne die Bremse fahren. Trotz der Rekuperation muss man bremsen. Und die Rekuperationsstärke kann ich hier mit 2 Pedalen einstellen am Lenkrad.
Sieht aus wie so Schaltwippen in der Formel 1, Riesendinger. Und da kann ich die Rekuperation einstellen. Ansonsten, wie gesagt, habe ich hier alles tiptop optimiert. So würde man in der Praxis wahrscheinlich vielleicht gar nicht fahren. Dafür habe ich das Schiebedach gekippt. Da dieses Fahrzeug die Top-Ausstattung hat, habe ich ein Schiebedach. Und mit dem Schiebedach habe ich die Möglichkeit, hier ein bisschen Luft reinzulassen. Sonst erstickst du ja, wenn du hier alles ausmachst. Auf meiner kleinen Verbrauchsfahrt hier habe ich genügend Zeit und Gelegenheit, euch etwas über den Mitsubishi Outlander zu erzählen. Das ist ein SUV, ein Geländewagen, und es war damals der erste SUV mit Hybridantrieb, praktisch der erste SUV mit E-Kennzeichen. Auch wenn dieses E-Kennzeichen an diesem Fahrzeug manchem Elektroautopuristen ein Dorn im Auge ist, aber der Gesetzgeber hat es so geregelt. Mit einem Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid kriege ich ein E-Kennzeichen und kann alle Vorteile in Anspruch nehmen, die auch ein Elektroautofahrer hat. Das heißt, ich darf in Hamburg zum Beispiel kostenlos im öffentlichen Raum parken bis zur Höchstparkdauer, und ich darf selbstverständlich auch die Ladesäulen benutzen, die hier in Hamburg und anderswo zur Verfügung stehen. Und die darf ich bis zur Maximaldauer belegen, auch wenn der Wagen vielleicht schon in einer halben Stunde voll wäre. Ich weiß, ist so ein heikles Thema, aber so ist es geregelt, und ich appelliere an alle Plug-in-Hybrid-Fahrer, wenn er voll ist, dann parkt ihn um, gebt die Säule frei für andere. Wer ein batterieelektrisches Fahrzeug fährt, der hat keinen Verbrennungsmotor, mit dem er dann noch weiterfahren kann, sondern der ist auf diese Ladesäule angewiesen. Also ein bisschen Verständnis erhoffe ich von euch. Aber weiter zum Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid. Der Wagen ist rund 4,70 Meter lang, 1,70 Meter hoch und rund 1,80 Meter breit ohne Spiegel. Mit Spiegeln ist er dann über 2,10 Meter breit. Das heißt, in manch einer Baustelle muss ich dann schon gucken, kennt ja diese Schilder, ob man da überholen darf oder nicht. Mit diesem Auto kann ich in einigen Baustellen schon nicht mehr überholen. Machen tun das trotzdem alle wahrscheinlich. Jedenfalls beobachte ich das so. Kaum einer hat da die Breite im Kopf, aber sei es drum. Hier drin im Innenraum, muss ich sagen, habe ich das Gefühl eines sehr großen, ich sag fast mächtigen, erhabenen Autos zu fahren. Also das ist ein riesen Koffer hier drin, gefühlt und vom Platzangebot. Hier ist massig Platz, ich sitze sehr hoch, ich habe noch sehr viel Kopffreiheit nach oben und habe so richtig das Gefühl, ich sitze eine Etage höher. Der Wagen hat einen adaptiven Tempomaten, das heißt, er kann eine Geschwindigkeit halten und den Abstand zum Vordermann. Eine weitere Fahrhilfe hat er nicht, er hat zwar so einen Spurhalteassistenten, aber sowas wie ein Autopilot oder so hat er nicht. Aber fürs bequeme Reisen kann ich mir eine Geschwindigkeit einstellen und mir relativ sicher sein, dass ich den Abstand zum Vordermann halte und dann nirgendwo auflaufe. So, jetzt läuft der Verbrenner. 57 Kilometer rein elektrische Reichweite habe ich hinbekommen mit dem Mitsubishi Outlander PHEV. Zugegeben, bei optimalen Bedingungen, über 20 Grad Außentemperatur, Heizung, Klimaanlage aus und dann komplett im EV-Modus, also auch im Eco-Mode, wirklich alles ausgereizt, was ging. Ja, was bleibt zum Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid jetzt als Fazit über? Also ich bin grundsätzlich kein allzu großer Freund von Hybriden, weil man irgendwo das Gefühl hat, man schleppt zwei Antriebe mit sich rum. Und meistens bei meinen Testfahrten ist es auch so gewesen, dass ich den Strom verbrauche und das Benzin. Ich habe also ein bisschen immer das Gefühl, ich verbrauche das ein bisschen doppelt. Ich denke mal, auch bei diesem Wagen wird man, wenn man den mit Benzin fährt, nachher mit 7 oder 8 Litern zu rechnen haben. Das habe ich leider nicht ausprobiert, weil ich fast nur elektrisch gefahren bin. Wenn ich dann eben fast nur elektrisch fahre, dann kann ich mir eigentlich auch ein Elektroauto kaufen. Insofern ist das so ein bisschen, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Bei Mitsubishi Outlander ist das etwas anders, weil es diese Kombination, ein so großes Auto mit Platz für 5 Personen, Gepäck, Allradantrieb, eine Möglichkeit, da einen 1,5 Tonnen Anhänger mitzuziehen und. Diese Kombination gibt es rein elektrisch nicht wirklich, oder zumindest nicht zu diesem Preis, denn das Auto kostet mit rund 37.990 Euro unverbindliche Preisempfehlung mal glatt die Hälfte von dem. Wenn ich das voll elektrisch haben wollte, dann hätte ich ein Model X am Start oder ein Mercedes EQC oder ich hätte ein Audi
e-tron am Start. Alles Autos, die irgendwo nachher so in der 80.000 Euro Klasse rumfahren. Da kriege ich also zwei von dem hier und dann stimmt das Verhältnis wieder nicht. Insofern ist das eine sehr interessante Alternative für jemanden, der schon E-Kennzeichen haben will. Wenn der Fahrzyklus passt, wenn man einen Großteil seiner Mobilität hier hinkriegt mit dem, was hier elektrisch angeboten wird, rund 50 Kilometer sind hier möglich, dann passt das doch. Dann könnte ich zum Beispiel jeden Tag im Büroverkehr, im Alltagsverkehr mit dem Fahrzeug elektrisch fahren und am Wochenende, wenn ich Größeres vorhabe, meinem Hobby nachgehe oder eine Reise mache, dann habe ich hier 600 Kilometer, die ich ohne zu laden in einem Rutsch durchfahren kann mit einem Tank und einer Akkuladung. Insofern finde ich, dass der Mitsubishi Outlander als Plug-in Hybrid ein sehr interessantes Auto ist und in der modellgepflegten Version mit dem Shademo-Anschluss ja auch dann vollkommen reisetauglich. Das war's zum Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Schaltet auch demnächst wieder ein, bleibt diesem Kanal treu. Ich freue mich auf eure Kommentare zu diesem Fahrzeug. Ich freue mich auf eure Likes, auf eure Anmerkungen. Lasst uns diskutieren. Wenn ihr was habt, schreibt es mir hier unten in die Kommentare. Und auf bald. Ciao.